Fest und Tradition verknüpfen sich im Banat beim Schweineschlachten. Es ist ein Fest der ganzen Familie und eine Tradition, die von Generation zu Generation weitergeführt wird. Das Rezept der Würste jedoch bleibt wie zu Omas Zeiten. Also Fleisch, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und alles andere bleibt streng geheim. Schweineschlachten hat einen Zweck. Im Banat ist es die Wurst. Die Wurst als Endprodukt. Denn die ist seit Generationen Teil der Esskultur in diesem Landstrich. Dabei gibt es natürlich auch ein geeignetes Fest dafür. Die Wurstkostprob. Zumindest seit 1972. Auf Initiative von Nikolaus Berwanger, dem damaligen Chefredakteur der Neuen Banater Zeitung. Ursprünglich als Zeitungsfamilienveranstaltung gedacht, ist die Wurstkostprob mittlerweile zum berühmtesten Fest der Würste im Banat geworden. Es verläuft folgendermaßen. Am letzten Donnerstag im Januar versammeln sich die Wurstenthusiasten, um zu feiern, zu schlemmen und zu entscheiden, wer die beste Wurst zubereitet hat. Seit 2 Jahren geht die Wurstkostprob auf Tournee und das mit großem Erfolg. Nach der ersten Station, Groß St. Nikolaus im Jahr 2012, ging es diesmal nach Lugosz. Die Entscheidung trafen wie immer die Redaktionsmitglieder der Banater Zeitung. Nicht nur die große Anzahl an Lugoscher Leser war ausschlaggebend, sondern auch eine ehrwürdige Metzger-Tradition.
Ein Beleg dazu ist die von König Ferdinand geweihte Metzgerflagge aus den 1920er Jahren, die zum Austragungsort gebracht wurde. Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen der Banater Zeitung heiße ich Sie herzlich willkommen zur Banater Wurstverkostung 2013. Es ist das erste Mal, dass wir, die Redakteure der Banater Zeitung, die Wurstkostprobe in Lugosch veranstalten. Da wir hier einen zuverlässigen Partner gefunden haben, das Bürgermeisteramt Lugosch, bin ich überzeugt, dass es auch in diesem Jahr ein gelungenes Fest sein wird. Auch bei der diesjährigen Veranstaltung war der am häufigsten erwähnte Begriff die Tradition. Das ist eine gute Idee, dass man eine solche, ja wirklich schon alte Tradition jetzt auch herumreisen lässt und im Banat, im Einzugsgebiet der Banater Zeitung, dort, wo die meisten treuen Leser sind, die Wurstkostprobe veranstaltet. Und zu den Würsten selbst, also ich habe es tatsächlich geschafft, mich durch die Proben hindurch zu futtern. Viele sind wirklich einzigartig gut, aber die Auswahl ist so groß, dass man, wenn man einmal durch ist, gar nicht mehr weiß, wo man angefangen hat und man möchte am liebsten immer weitermachen. Was ich aber sagen darf, ist, dass es eine sehr schöne Tradition geworden ist. Wir sollten den Kollegen, Redakteuren der Banater Zeitung dankbar dafür sein. Es ist noch besser geworden in dem Sinne, dass es eine Wanderveranstaltung geworden ist. In Groß-St. Nikolaus, jetzt Lugosch war, in Temeswar. Vielleicht gehen Sie in den nächsten Jahren auch in anderen Banater Kreisen, ich meine jetzt Reschitz oder Arad, wer weiß. Aber die Tatsache, dass Sie auch hier vor Ort in Lugosch eine sehr gute Partnerschaft gefunden haben zur Stadt, zu den Produzenten hier in der Region, finde ich sehr gut. Und wie gesagt, das ist im Sinne des Banater interethnischen Zusammenlebens. Diese Esskultur, sage ich mal, ist auch ein Merkmal unserer Region. Es ist gut, dass sich jemand darum kümmert. Und das mit Erfolg. Denn von Jahr zu Jahr hat die Wurstkostprobe immer mehr Gäste und wird auch immer frischer. Wieso? Das junge Team der Banater Zeitung mit seinem Enthusiasmus ist daran schuld. Ich hatte den Eindruck in Temeswar, dass wir ein bisschen der Monotonie verfallen waren. Es war immer dasselbe jedes Jahr. Und deswegen haben wir gedacht, wir kommen in die Ortschaft und wir gehen in die Ortschaft und hören den Leuten zu, was sie sich gern wünschen würden. Wir haben auch überlegt, wir haben dann die beiden jungen Wurstmacher hergeholt. Heute hatten wir ein paar Trachtenpaare in rumänischer und deutscher Tracht, die getanzt haben. Das war mal was anderes, was Neues. Und deswegen ist es so, dass jetzt die Wurstkostprobe sozusagen wieder zum Leben erwacht ist. Die Jury hatte mal wieder die Qual der Wahl. In der Kategorie beste industriell hergestellte Wurst kamen 11 Hersteller mit insgesamt 24 Sorten zusammen. Auch 17 private Teilnehmer brachten ihre hausgemachten Würste mit. Keine leichte Arbeit, weder für die Jury noch für die anwesenden Gäste. Nur mir fällt wieder das schöne Sprichwort ein, oder was heißt Sprichwort? Es ist, glaube ich, ein Bonmot eher von einem klugen Menschen, der mal den Stoßseufzer austat: Gott, gib mir bitte einen zweiten Magen, ich gebe dir meinen Bauch dafür. Ich habe eigentlich sehr viele gekostet und ich kann jetzt nicht mehr sagen, welche Wurst die beste war. Allerdings sind es sehr gelungene Würste heuer und ich glaube, die Jurys werden es schwer haben, eine Entscheidung zu treffen. Sehr oft hört man auch etwas von der Philosophie der Wurst. Die Hersteller meinen, es sei keine schwere Sache. Doch was in der Theorie richtig sein mag, taugt nicht immer für die Praxis. Denn die Praxis, die beherrscht nicht jedermann. Also ich würde sagen, sie soll nicht zu gewürzt sein, nicht zu fett sein. Es soll einen angenehmen Geschmack haben und nicht nachher mit einem schlechten Geschmack im Mund bleiben. Also ein echter Banaterwurst soll es sein. Genau, so wie man sich vorstellt. Organisation ist das halbe Leben. Und war auch diesmal ganz gelungen, oder? Das funktioniert mittlerweile sehr leicht, würde ich sagen, weil wir auch im vorigen Jahr, aber auch in diesem Jahr einen sehr zuverlässigen Partner in der Person oder wie soll ich sagen, in der Stadt gefunden haben. Das Bürgermeisteramt hat uns viel unterstützt und hat mit den lokalen Firmen gesprochen, dass sie kommen, hat mit den Privatpersonen auch
gesprochen, dass sie teilnehmen und deswegen ist es nicht so schwer, jetzt raus aus dem Eswar zu kommen und halt anderswo die Wurstkostprobe zu organisieren. Johann Henger ist aus St. Anna gekommen. Er ist zum ersten Mal dabei. Die Wurstkostprobe wollte er sich nicht entgehen lassen. Ich habe gehofft, etwas zu gewinnen, aber bei dieser Konkurrenz muss man sich auch mit einem 5., 6. oder 7. Platz zufrieden geben. Haben Sie die Würste der Konkurrenz gekostet? Ich habe jetzt 2 gekostet und ich muss sagen, ich hätte von meinem Finden her hätte ich den ersten Platz überbieten müssen. Weil die Wildschweinwurst, die ist mir zu gewürzt, zu gepfeffert. Die ganzen Aromen des Fleisches werden vom Pfeffer und von der scharfen Paprika unterdrückt. Natürlich kann man nicht alle Teilnehmer zufriedenstellen. Auch dieses Jahr hatte die Jury viel zu tun und die Konkurrenz war beachtlich. Edwin Zabern gewann den ersten Platz und Horst Martin den dritten. Onkel und Neffe trafen sich auf dem Podest. Ein gutes Beispiel von Familientradition, die weitergeführt wird. Ja, kommt vom Großvater. Also sein Großvater ist mein Vater gewesen. Und so, dass wir oft gemeinsam Wurst gemacht haben. Aber er hat das Ganze noch ein wenig verbessert, indem er Varianten gesucht hat mit verschiedenen Gewürzen. Also er ist progressiv, ich bin mehr konservativ. Und was haben Sie versucht? Ja, wir versuchen immer was Neues. Und dieses Jahr? Ah ja, ich hatte den ersten Preis. Eine Wildschweinwurst mit Kümmel drinnen und so weiter, alles sagt man ja nicht. Und die Idee ist ja, es macht Spaß teilzunehmen, nicht jetzt erster Preis hin oder her. Der Wildschwein wurde selbst gejagt, oder? Ja, aber leider, diese Wurst ist nicht vom Schwein, das ich geschossen habe. Aber ich schieße auch. Werden Sie nächstes Jahr wieder mitmachen? Hoffentlich. Ich hoffe es schon. Denken Sie schon an, mit was Sie teilnehmen werden? Im Moment weiß ich nicht, aber mit der Zeit kommt's. Und dann, wir finden schon eine gute Auslese. Herr Martin, Sie haben immer gesagt, dass Konkurrenz eine gute Sache ist. Ist das die Konkurrenz in der Familie eine gute Sache? Natürlich. Also wenn man sieht, dass jemand ist, der weitermacht und Passion dabei hat, ich bin nicht so passioniert, er ist sehr passioniert an solchen Sachen. Wurstwaren, auch Salami, alles Mögliche. Das ist zu bewundern, dass man so aktiv ist und dass man solche Sachen macht. Und werden Sie auch nächstes Jahr mitmachen? Hoffentlich, ja. Die Wurstkostprobe in Lugosch war ein gelungenes Fest. Die Tradition wird weitergeführt. Zum Treffpunkt 2014. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wo wir uns im nächsten Jahr treffen werden. Das muss ich noch mit meinen Kollegen besprechen. Aber ich persönlich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen vielleicht auch raus aus dem Kreis Temesch kommen und vielleicht im Kreis Arad. Aber das steht noch nicht fest. Das kann ich jetzt nur im Sommer oder im Herbst dann genau Bescheid sagen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz, es ist vorbei. Doch du musst nicht traurig sein. Du bist ja nicht lang allein. Denn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Mein Schatz, es ist vorbei.